In ihnen schlägt ein echtes Fußballherz. Wir haben sie anlässlich der Eröffnung der Aiwin Arena im Herzen der Sportstadt Kapfenberg erlebt. Und es ist bekannt, Fans sind im Fußball der 12. Mann. Und so wurde der erste FC Wilde Falkenverein gegründet. Der Beweggrund war eigentlich, weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt aus dem Fanclub heraus auch unserem großen Vorbild, dem KSV, nach in diese Fußstapfen treten und dann im Kleinen nochmal anfangen. So wie im Kleinfeldturnier. Schauen, dass wir den Fanclub zusammenhalten, dass wir die Gemeinschaft fördern, dass wir die Jugend wieder in sinnvolle Tätigkeit hineinbringen, sinnvolle Freizeitgestaltung hineinbringen. Und das war eigentlich unser Hauptbeweggrund, dass dieser Verein gegründet wurde. Hier auf diesem Platz wird ja schon seit vielen Jahrzehnten Fußball gespielt und Bürgermeister Wegscheider erinnert sich noch gern daran. Ja, ich sehe Fußball, ich sehe Kapfenberger Dressen, ich sehe Falkendressen mit Erwin drauf, das heißt so viel. Es hat sich eine Mannschaft hier freundschaftliche Runde gebildet und haben hier diesen Platz wieder ein bisschen adaptiert. Hier wird Fußball gespielt, das ist gut so mitten in der Siedlung, auf einem Platz, den ich sehr gut kenne. Redfeld gegen Winkel haben wir hier etliche Turniere ausgefochten. Diese Fanclubs sind ganz wichtig, weil die machen ja wirklich tolle Stimmung im Stadion. Und das, sag ich mal, bei Heimspielen sind so um die 300, der harte Kern ist immer da. Und wenn 300 Männer und Frauen da ordentlich Druck machen und mit ihren Gesängen, dann kann man schon auf der Murau-Tribüne gute Stimmung machen. Und wie könnte es auch anders sein? Erwin Fuchs wurde die Ehrenmitgliedschaft in Form einer Urkunde überreicht. Das ist was Besonderes. Ich weiß nicht, wie viel das solche schon ausgegeben habt. Das ist die erste Ehre gerade und da bin ich natürlich ganz, ganz stolz drauf und wird bei mir einen besonderen Platz erhalten. 11 Mannschaften waren an diesem Eröffnungstag angetreten. Das Wetter hat leider nur mäßig mitgespielt, aber Spaß hatten sie trotzdem. Stellt sich auch gleich die Frage an den Präsidenten, wie steht's mit der Kampfmannschaft? Die Meisterschaft war gestern zu Ende, also mit dem letzten Spiel. Wir waren in Altach, haben das leider 2:0 verloren. Der Herbst ist leider Gottes etwas anders verlaufen. Da waren wir lange Zeit auf Abstiegskurs. Aber durch diese tolle Frühjahrsmeisterschaft haben wir dann Schritt für Schritt aufgeholt und haben jetzt diesen 5. Platz in der Tabelle, sag ich mal, im guten Mittelfeld. Nur wenige Punkte vor dem 2. oder 3. Platz entfernt. Also man kann der Mannschaft für die 2. Hälfte nur gratulieren. Und in Summe war es dann trotzdem eine versöhnliche Meisterschaft. Und wie bereitet man sich auf den Herbst vor? Jetzt sind wir gerade dabei, die Mannschaft wieder neu zu formieren. Es werden doch einige, die Kapfenberg verlassen müssen. Einige kehren zurück zu den Stammmannschaften, so wie Wolf wird zu Sturm zurückkehren. Andere sind aus finanziellen Überlegungen dann nicht zu halten. Aber wir werden sicher eine gute Mischung zusammenstellen aus jungen, hungrigen Spielern und eben die Erfahrenen. Und der neu gegründete FC Wilde Falken wird sie kräftig unterstützen, wenn auch nur auf der Murauer Tribüne.